dass du wieder mit dabei bist. Wunderbar. Ich möchte dir heute ein einfaches, kleines Gartensträußchen zeigen, nämlich ein Sträußchen mit Maiglöckchen. Also ich bin ja gerade so ein bisschen auf der Spur nach alternativen Möglichkeiten in der Floristik. Das heißt, ich bin Floristin seit ewig. Seit ich 15 bin, ich bin in einem Blumenladen groß geworden, also immer beschäftige ich mich schon damit und habe auch in meiner floristischen Laufbahn Wandel der Zeit erlebt, aber seit vielen Jahren, 30, 35, 40, gibt es jetzt bereits die Steckmasse und sehr viele Hilfsmittel. Manche Floristen arbeiten ja mit ungeheuer viel Glimbim drumherum. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video komplett auf irgendwas verzichten. Und da ist der Strauß das aller einfachste. Also einen Strauß, den nimmst du nachher und wirfst ihn so auf den Kompost und hast gute Erde. Die Sachen kommen alle aus meinem persönlichen Garten, habe ich gerade im Moment draußen geschnitten. Ist jetzt Mitte Mai, Maiglöckchen. Also die sind jetzt gerade auch noch schön. Wenn die verblühen, man sieht schon, dass die beginnen zu verblühen. Der Vorteil ist, jetzt sind die sehr ausgereift, sehr stabil. Die halten sehr lange und was du noch wissen kannst, wenn du die im Garten stehen hast, dann würden die wahrscheinlich kleine Früchte machen, die machen rote Beeren. Ein Maiglöckchen ist extrem giftig, also da dann bitte aufpassen, falls du Kinder hast. Nicht das Maiglöckchen rausreißen, weil das wäre ja ein Jammer. Wir brauchen viele verschiedene Blüten im Garten, aber deinem Kind sagen, dass es nicht die Beeren ist. Und auch beim Maiglöckchen selbst, auch wenn ich jetzt diesen Strauß gebunden habe, werde ich anschließend meine Hände waschen. Aber wie gesagt, das war schon so lange Maiglöckchensträuße und bisher ist nichts passiert, also wird auch dieses Mal gut ausgehen. So, ich habe hier noch ein bisschen Schneeball. Beim Schneeball, da gibt es ja ein extra Video, warum ich diese Blätter abmache beim Schneeball. Das solltest du anschauen. Das ist auch spannend, weil ich erzähle, wie Verdunstung funktioniert. Aber wir machen jetzt hier die Blätter weg und werfen die direkt auch gleich unter den Tisch in den Mülleimer hinein. Jetzt habe ich hier noch eine Euphorbie, eine Garten-Euphorbie und eine Euphorbie, die blutet. Also das heißt, da kommt hier so eine Milch raus, weil der ist es gar nicht so stark. Ich hatte gerade eine, da war das extrem, da läuft eine weiße Milch raus. Auch diese weiße Milch reizt oder neigt dazu, dass der Mensch Hautreizungen bekommt. Aber was jetzt aus floristischer Sicht heraus wichtig ist, dass ich diese Blutung stoppe. Also die blutet tatsächlich nicht stark, aber jetzt mache ich die über einer Kerzenflamme, stoppe ich praktisch diesen Milchfluss, ich veröde diese Verletzung und dann kann keine Milch mehr raustreten und die Euphorbie hält uns jetzt extrem lange. Das machen wir gleich mit der hier auch. Die schneiden wir gleich in so eine Länge, von der ich annehme, dass das nachher passt. Da kommt jetzt ein bisschen mehr Milch. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Manche Sorten, die milchen enorm. Und dann würde die Blüte ausbluten. Das heißt, das ist einfach nicht gut für sie. Und deswegen stoppe bitte den Milchfluss über Hitze. Ja, also am einfachsten mit einer Kerze. Wir wollen ein kleines Maiglöckchensträußchen binden. Die Maiglöckchen sind sehr kurz und deswegen machen wir ein kleines, winziges Sträußchen, weil aus kleinen Blumen kann ich keinen großen Strauß binden. Aber dennoch nehmen wir alles in der Spiraltechnik. Die habe ich dir schon ein paar Mal erklärt. Aber schau, es geht so, der Kopf geht nach links, der Stiel geht nach rechts. Ich versuche das jetzt mal eine kleine Weile in deiner Richtung zu machen. Das ist für mich genau verkehrt rum. Ich muss mich jetzt sehr anstrengen. Ich werde es auch gleich wieder umdrehen. Aber diese Technik, Kopf nach links, Stiel nach rechts, so, es funktioniert gar nicht, wenn ich das hier in die falsche Richtung mache.
Also, Kopf nach links, Stiel nach rechts hat mehrere Vorteile. Vorteil Nummer 1 ist der, dass die Blüten alle schön satt ineinander reingehen, die Stiele, dass du nichts abbrichst. Weil wenn du jetzt hier kreuz und quer hier oben drauf legen würdest, hättest du viele Hohlräume. Und diese Hohlräume neigen natürlich dazu, dass dein Blütchen abknickt. Ja, stell dir vor, du hast einen dicken Zweig und eine sehr sanfte Blüte, zum Beispiel eine Akelei jetzt oder ein Gras. Dann kann es sein, dass das einfach abknickt. Deswegen machen wir hier immer dieselbe Technik und so verschraubt sich das schön. Ja, also wir haben jetzt hier eine wunderbare Technik, die zum einen hier unten meine Blütenstiele schützt, ja, das ist das Allerwichtigste. Zum zweiten fächert sich der Strauß sehr schön auseinander, weil ich durch diese Technik, durch die Winkel, wie ich es anlege, ganz schön meine Form verbessern kann. Also je gerader, je aufrechter ich sein möchte, umso steiler kommt mein Stiel hinein. Je weiter ich raus will aus meinem Strauß, umso mehr Neigungswinkel brauche ich. Und das kann ich alles hier über diese Technik machen. Ich lade dich sehr gerne ein, dass du mal zu mir zu einem Kurs kommst. Da kann man natürlich dir dann auf die Hände schauen und dann zeige ich dir ganz genau, wie du es machst. Oder du schaust hier gut zu, weil Straußbinden, Spiraltechnik ist das A und O für jeden Strauß, egal für welche Art von Strauß, außer du machst ein paralleles Gebinde. So, hier hat sich ein Labkraut eingeschlichen, das brauchen wir nicht. Das passiert, wenn man im Garten einfach hier so abschneidet. Mein Schneeball, der darf gerne so kurz sein, damit mein Maiglöckchen zur Geltung kommt. Ich möchte ja, dass das wirkt. Den dritten Vorteil von der Spiraltechnik habe ich dir noch nicht gesagt, den habe ich dir unterschlagen. Das heißt, das Wichtigste ist, hier habe ich alle Blütchen, alle Stiele immer schön satt. Ich kann über den Neigungswinkel total bestimmen, wo meine Blume hinkommt. Und vor allen Dingen kann ich jetzt meinen Stiel sehr eng halten. Ja, also ich kann sehr große Sträuße machen, was bei einem Maiglöckchenstrauß eher nicht der Fall ist. Aber bei großen Gartensträußen oder überhaupt großen Sträußen mit vielen Blumen ist es natürlich extrem wichtig, wie dünn meine Bindestelle ist, damit die Kapazität meiner Hand auch ausreicht. Wichtig, in der Bindestelle und unterhalb der Bindestelle darf kein Grün sein, weil das Grün sehr viel schneller faulig wird und dadurch die Haltbarkeit von meiner Blume reduziert. So, als Schluss ein kleines Bergenienblatt. Mehr liegt jetzt hier nicht am Tisch. Also das Sträußchen braucht nur noch einen Bast zum Zubinden. Und du siehst hier, egal auf welcher Seite du das anschaust, ist es immer in derselben Laufrichtung. Also ich schneide meinen Strauß an. Wichtig, dass dein Messer immer schön scharf ist. Und jetzt nimmst du deinen Bast, legst den Bast. Ich mache das so, ich spreiz mir den so in die Hand und dann wickel ich den von hinten nach vorne direkt an die Stelle, wo es eng ist, wo die Drehung funktioniert oder stattfindet. Dann kann man es auf den Tisch legen oder vor dem Bauch binden und einen Knoten machen. Ganz wichtig ist natürlich, dass du jetzt einen stabilen Bast hast. Logischerweise, wenn du alternative Sachen machst, das heißt auf Plastik verzichtest, brauchst du einen Naturbast, das ist ja ganz klar.
Weil jetzt hast du was, bestellst du in eine kleine Vase rein, duftet himmlisch, also wie Maiglöckchen halt zu riechen, traumhaft und sieht doch einfach richtig, richtig schön aus und anschließend kann es einfach auf den Kompost. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.